In unserer Kulturreportage stellen wir Ihnen heute ein künstlerisches Highlight vor. Die Graphic Novel Am liebsten mag ich Monster. Eine Art Teenager-Drama auf 420 Seiten im College-Block-Design. Die US-Zeichnerin Emil Ferris verarbeitet darin ihre eigene Lebensgeschichte. Das Gefühl, eine Ausgestoßene zu sein. Ferris' Debüt begeistert die Comic-Szene. Renommierte Zeichner wie etwa Art Spiegelman feiern die Novel als das bedeutendste Debüt des Jahres. Ein lesbisches Wolfsmädchen in den Armen eines transsexuellen Frankenstein-Kindes. Diese Vision von vor 20 Jahren betrachtet Emil Ferris als Kern ihrer Graphic Novel Am liebsten mag ich Monster, ein gezeichnetes Tagebuch von Karen, die gerne ein Werwolf wäre. Ich war Karen. Ich habe selbst Blöcke vollgezeichnet, wie den, den ich über und für sie gemacht habe. Es musste also so ein Block sein und es mussten Kugelschreiberzeichnungen sein, auch wenn es verrückt ist. Crazy. Verrückt wie Emils eigene Geschichte. Mit 40 stürzt ein Virus sie ins Koma. Danach meinen die Ärzte, dass ihre Beine und ihre rechte Hand gelähmt bleiben. Mit eisernem Willen stürzt sie sich trotzdem in den Monster-Comic. Ich kann meine Hand bis heute nur begrenzt benutzen. Sie sehen ja, die andere ist viel beweglicher, mit der rechten ist es viel mühsamer. Dadurch kann ich die Form nicht mehr in einer schönen Linie einfangen. Ich habe mich also darauf verlegt, sie mit vielen kleinen Strichen aus der Seite herauszuschälen, ein wenig wie ein Bildhauer. Zu Emils Leitmotiven gehören Bilder und Museen. Man kann in Bilder eintreten, ihr Wesen erkennen, sich ihre Sprache aneignen. Sie sind wie das Wörterbuch unserer Erfahrung und das sollten wir uns bewahren. Am liebsten mag ich Monster ist nicht nur ein Titel, sondern das Geständnis einer echten Obsession. Monster haben mich immer mehr interessiert als Menschen. Bis ich begriffen habe, dass sie gar nicht anders waren als die Leute, die ich kannte. Dass wir alle Monster sind. Ich glaube, mein Buch hat wesentlich mit dem zu tun, was wir über uns selbst nicht wissen wollen, über unsere Familien, unsere Gemeinschaft, unsere Geschichte. Es zeigt, wie man sich diesen Dingen stellen kann. Emil Ferris sagt, sie habe stets lieber ein Monster sein wollen als eine Frau. Heute ist sie Autorin eines geradezu monströsen Meisterwerks.